Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Motivation, weil das für den einen oder anderen momentan ein Thema zu sein scheint und mich auch einige per E-Mail angeschrieben haben und ich lange überlegt habe, was schreibe ich da zurück. Die Sache ist aber gar nicht so einfach. Fangen wir erstmal an zu essen. Ich habe eine Frage. Was hat Motivation damit zu tun, was ich gerade esse oder nicht esse? Du antwortest. Der Zusammenhang zwischen Essen und Motivation sollte eigentlich gar nicht da sein. Weil Essen ist etwas, was wir einerseits natürlich gelegentlich aus Genuss tun, aber meistens doch jeden Tag einfach nur, um zu leben. Nicht um uns zu bestrafen, nicht um uns zu belohnen oder irgendetwas anderes zu tun, außer zu leben. Das ist erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung, denn das, was häufig gesagt wird, ja, jetzt habe ich so ein Motivationsloch, ich fress immer zu Scheiße und ich komme da gar nicht raus und das macht mich so unglücklich und dann fresse ich immer wieder noch mehr schlechte Sachen. Wie soll ich das Gefühl voll ausdrücken? Lass die Scheiße. Ernsthaft. Das ist gar nicht so böse gemeint, wie sich das anhört, aber man kann natürlich mal sagen, hey, ich hatte heute einen schlechten Tag, ich habe heute was gegessen, das ich nicht geplant habe. Das passiert doch jedem. Hier, guck mal, ich früher 262,5 Kilo, das war 2007, wir haben jetzt 2012. Glaubst du, in den ganzen Jahren habe ich nicht regelmäßig irgendwas gegessen, was ich nicht essen wollte? Natürlich. Da macht ihr gar keine Gedanken, das ist normal. Wir sind ja Menschen, wir sind keine Abnehmmaschinen. Und es gibt Hochs und es gibt Tiefs, das gehört zum Leben dazu. Es besteht alles im Grunde genommen aus Licht und Schatten, aus Hell und Dunkel, aus jetzt läuft es gerade gut und jetzt läuft es dann mal wieder schlechter. Das ist eben so. Was ganz wichtig ist in dieser Situation, ist erstens, wenn es sowas ist wie, ich habe was Falsches gegessen, mach einen Haken dran. Ist egal, nimm dir einfach vor, nächste Mahlzeit mache ich wieder ganz normal weiter in meinem Programm. Keine fiesen Restriktionen wie, oh, jetzt habe ich heute richtig gesündigt, dann werde ich morgen gar nichts essen. Mit der Scheiße scheiterst du wieder und wo endest du? Im Frust. Da hast du die nächste Pizza, Eiscreme oder sonst was und es wird immer schlimmer. Diese Spirale muss aufhören. Deshalb ist das für mich auch ein Motivationsloch, weil man was Falsches gegessen hat oder das durch nicht so sinnvolles Verhalten wie eben sich immer zu drüber ärgern, was man gegessen hat, das immer weiter mitnimmt und es nicht aufhört. Ein Motivationsloch kann nicht vom Essen kommen. Essen und Motivation haben nichts miteinander zu tun. Das war ja früher unser Problem bei vielen, dass wir gedacht haben, Essen reguliert emotionale Zustände. Das kann es nicht und das tut es nicht. Und wir müssen lernen, andere Wege zu finden. Deshalb ist mein Fazit für euch, denkt immer dran, wenn mal was schief geht, das ist eben so. Es ist egal, macht einen Haken dran, das ist auch so. Da kannst du dich eigentlich ein bisschen an den Männer orientieren. Wenn da irgendein Defekt gefunden wird, dann suchen die nach einer Problemlösung und machen, dass es weggehen soll. Also im Grunde genommen Reifen geplatzt, Reifen wechseln, also quasi ab in der Werkstatt, zack und weiter damit. Da kaufst du dir ja auch kein neues Auto, nur weil jetzt was falsch oder nicht so richtig gut gelaufen ist. Sondern wir wissen dann einfach alle, das ist jetzt kein Neustart, das ist jetzt nicht alles geht von vorne los und so. Es ist täglicher Alltag. Es ist nichts, woraus ein Motivationsproblem entstehen darf, sondern es ist einfach nur, ja, shit happens, ne? Mehr ist es halt nicht. Das ist so ähnlich wie mit allen anderen Sachen, die uns so passieren im Leben. So ist das eben auch mit dem Essen. Das ist das ganz Wichtige bei der Flatrate-Diet, dass ihr lernt, dass ihr keine Aktion habt. Auch wenn wir machen einzelne Aktionen, die sind für Neueinsteiger zur Orientierung oder dass einfach mal immer mal wieder ein bisschen was anderes abläuft, rein inhaltlich. Das ist aber schon so, wenn ihr genau hinguckt, wir machen immer ziemlich das Gleiche. Wir nennen es ein bisschen anders. Es gibt mal heute zum Beispiel für diesen Monat mit dem Fettblasterplan sind die Tage ein bisschen anders verteilt. Wir sorgen für Vielfalt, dass jeder sich selbst finden kann. Aber feste Vorschriften sind das nicht. Das ist ja der Clou dabei. Es ist die Schwierigkeit, weil das bedeutet, man muss für sich selbst was entscheiden und man muss für sich selbst Sorge tragen. Aber es ist einfach der Clou, weil man lernt, sich ein Leben zu gestalten. Nicht einfach nur, was man isst. Und das ist ganz wichtig. Essen und Motivation hängen nicht zusammen. Übrigens, Sport motiviert ganz schön. Und zwar nicht nur, indem ihr ihn macht und wisst, dann könnt ihr sinnvoller abnehmen,
sondern auch indem ihr macht und indem ihr euren Hormonhaushalt verändert, dass ihr einfach immer viel mehr Bock habt. Das verbreitet sich in alle Lebensbereiche. Also sogar der Mann zu Hause wird sich freuen, weil ihr dann nämlich viel mehr Lust habt auf Sport mit ihm gemeinsam. Und deshalb lohnt sich das. Von daher, geh Sport machen. Sport macht schlank. Und geil auch. Weißt du Bescheid. So, jetzt tschüss.